herzlich willkommen zurück bei Minecraft Adventure Map Parkour School. Jetzt spiele ich wieder, Jan. Ja, hallo Leute, ich bin's wieder. Der Lukas. Ganz genau sieht's aus. Und wir werden heute ein bisschen was vom Jan sehen, der uns ein wenig mit Adventure Map unterhält. Ganz genau. Wow. Die Ecksprünge sind teilweise richtig schwer. Oh, der war geil, den hast du gut gemacht. Denk dran, nimm Shift, das ist echt wichtig. Scheiß auf Shift. Wow, da hat's ja jetzt nochmal Glück. Ruhig, ruhig, ruhig. Der ist schwer, pass auf. Oh, geil, Junge. Oh, ich sag, nimm Shift, das wäre. Okay, das ist das dazu mal ein bisschen. Ah, der rusht ja durch wie ein Messer durch, ein heißes Messer durch. Butter. Mutter durch Fischkutter. Ah, schade. Wird noch, komm. Packste. Ruhig, nicht aus der Kontrolle kommen, ganz ruhig konzentrieren. Stein für Stein, Block für Block, Sprung für Sprung. Alles läuft. Lol, wie geil bist du denn in die Leiter hochgekommen? Oh, Vorsicht. Einfach nur so Blicke. Leute, wie machst du das denn? Wie kommst du denn so geil in die Leiter hoch? Das sieht voll lustig aus. Skill, mein Freund. Ja. So läuft das. So läuft das nicht. Besser wie gar komplett runterzufallen. Ja, das stimmt. Wenigstens hast du da noch eine Leiter, die sich teilweise sichert. Ist so. Stell dir mal vor, du hättest das jetzt alles wieder machen müssen. Wäre ein bisschen doof. Naja. So ziemlich. Aber nicht unbedingt. Du machst es ja sowieso quasi die ganze Zeit wieder. Vorsicht, jetzt beruhigt. Nein, da kannst du nicht drauf. Du musst einfach. Shift. Ruhig! Ich sag Shift, Ich habe glaub mir. Shift genutzt, aber ich bin aus der nach rechts gegangen. Shift, wenn du Shift genutzt hättest und nach rechts gehst, würde nichts passieren, würdest du nicht runterfallen. Aber ich habe irgendwie, ich glaube, da habe ich es vielleicht, glaube ich, Ja, losgelassen oder so. und die Leiter, da brauchst du Shift, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall ist es sicher. Leute, hat's geleckt wieder. Jawohl. Nee, ich brauche kein Shift. Och, naja, da sieht man, dass du kein Shift brauchst. Ich brauche Nicht ja. da lang, du bist falsch. Du bist jetzt wieder runtergelaufen. Aber zum Glück haben wir den Checkpoint ja schon genommen. Wie der eiskalt runterspringen wollte. Ich habe Schiff benutzt. Musst du mal später abspringen. Wieder Schiff benutzt. Probier so spät wie möglich abzujumpen. Ja, jetzt. Siehst du? Klappt doch. Nice. Jan, für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, was benutzt du denn für ein Texture Pack? Oder Resource Pack nennt man das jetzt mittlerweile? Jetzt können wir gerade mal hier gucken. LB Photorealism 256 mal 256. Also das sieht Mit echt, Optifine. ja, das sieht echt hier ziemlich gut aus. Ja. Und sowas wie Shader hast du ja auch, oder? Ja, das habe ich aber den Aber benutze ich. Adventure Map mit Shader ist jetzt wohl nicht unbedingt die beste Kombination. Ja. Aber trotzdem, Shader Mod sieht echt nice aus, finde ich, Leute. Also für alle, die ihn nicht haben, holt ihn euch. Echt empfehlenswert. Sieht echt alles ziemlich viel geiler aus. Hast du auch Shader oder was? Ja, ich habe auch Shader bei mir zu Hause. Du weißt doch, dass ich Shader hatte. Du warst doch öfter schon mal bei mir, da habe ich dir den gezeigt. Nö. Doch, du warst schon bei mir, da habe ich dir den Shader mal gezeigt. Ich war mal bei dir. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das ein Ding, ne? Ruhig, Jan. Nicht die Sprünge Ja. zu schnell nehmen, dann passiert sowas. So, ich versuch's mal einmal, wenn es nicht klappt, dann mache ich einen kleinen Cut. Und dann. Ja, wir wollen euch hier jetzt nicht mit Rumgefehle unterhalten, Ja. sondern eher Skill. mit Skill. Wobei die Leute dann vielleicht unsere Gesprächsthemen nicht nachlauschen können. Aber ich glaube nicht, dass das so ein großes Problem für euch wird, oder? Ja, na, ist Ja, klar. gut. Dann mache ich mal einen ganz kleinen Cut, dann sehen wir uns gleich, wenn ich es geschafft habe. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück. Wir haben es geschafft. Jetzt nach 15 Minuten haben wir diesen Kack geschafft. Wir sind zum nächsten Checkpoint und jetzt irgendwie hier runter.
Oh, jetzt musst du über Lava. Lava kann natürlich ganz schön ärgerlich teilweise sein. Das meine ich damit. Boah, wir haben es Lass geschafft. dich erstmal entbrennen. Ja, ich wollte, jetzt bin ich wieder Es dauert voll. jetzt vielleicht ein Momentchen, aber das hoffe ich ist nicht so schlimm. Ja, bis ich voll live hab. Aber wenn man dann jetzt zum Beispiel springen wird und im falschen Moment springt, Ja. dann kann man in die Lava stoßen und dann muss man alles von vorne machen. Und ich meine, das ist es nicht wert. So, es geht ganz schnell. Ah, diese Lava sieht ziemlich nice aus, muss ich ehrlich sagen. Wenn man mal so ganz genau reinguckt halt. Dieses Ja, Flimmernde da, dieses. Sieht geil aus. Schön gemacht. Weiter, weiter, weiter. Da stand ein Schild hinter dir, ich weiß nicht. Ich finde, auf diesem Texture Pack ist es ein bisschen schwer, Schilder zu lesen, weil das nicht ganz gut erkennbar ist. Oh, ah. jawohl, gut gemacht. Weil das meiner Meinung nach nicht ganz gut erkennbar ist. Aber das ist du, hinter diesen Druckplatten. Ich nehme mal an, du musst da drauf laufen und dann richtig gerade. Jetzt rüberlaufen dann halt. Warte, ich werde kurz mich voll live Und hab. spring die ganze Zeit, weil wenn du über die Wand springst, dann bist du schneller. Also als springen, als geleert hast, das wäre, weil wenn du. Wait for the Pistons. Ja, das ist ein Dings, das ist eine Falle, dieses oder ein Schalterteil. Das Ganze nicht umlegen, das. Man muss was. Dann musst du darüber Warte laufen. mal, ich täusche jetzt nur mal an. Dann musst du auch Okay. teilweise ein bisschen springen. Springen und. Okay, ich versuch's jetzt einfach mal. Jo. Ah, wie schade. Nein. Ich hoffe, da ist ein Checkpoint gewesen. Lol, ernsthaft. Okay, das ist. Nee, andere Richtung. Andere Richtung. Runter ins Wasser quasi. Und dann die paar Sprünge nochmal machen. Ist ja Ja, mach ich jetzt. einen ganz kleinen Cut, bis gleich. Ja, und da sind wir wieder zurück. Ja, also es ist so, wir schaffen es einfach nicht. Das ist einfach irgendwie viel zu schwer. Wir sind jetzt auch schon todmüde. Es ist 5:30 morgens. Wir versuchen es demnächst nochmal. Da würde ich sagen, verabschieden wir uns mit diesem Part und würden sagen, dann sehen wir uns im nächsten Part. Adios.